Dann würde ich sagen, wollen wir uns so langsam da einfinden in die Thematik. Ihr seht ja, Thema kennt ihr ja, Netzwerke. Wir haben gedacht, heieiei, wie funktionieren denn überhaupt moderne Netzwerke? Und dass es kein triviales Unterfangen ist, das ist uns dann relativ bald klar geworden. Und dann habe ich gedacht, wie steigen wir da am besten ein ins Thema? Und da habe ich eine sehr schöne Folie da im Internet auch entdeckt, die ich verwende, um das Thema ein bisschen zu gliedern. Nämlich, wir haben gedacht, wir fangen diesmal nicht beim Medium an, unten bei den Kabeln und bei den Steckern und so weiter, sondern wir steigen mal ein ins Thema, was uns so tagtäglich um die Nase herumfliegt, nämlich die Benutzerschnittstelle des Clients, des Browsers, den wir ja jeder von uns wohl täglich da irgendwie benutzt. Hier dargestellt in dem Bild hier links oben, Client, Browser oder unser Programm. Dieser Browser, den wir verwenden, der wendet sich ja an einen Server im World Wide Web, normalerweise im Internet, um Daten hier zu bekommen, um sie anzuschauen. Und wie funktioniert denn das? Heieiei, das ist eine große Komplexität. Und da sind wir jetzt also hier von der Anwendung aus eingestiegen in unseren Kurs. Und da haben wir gesagt, das Erste, wir gucken uns mal an, wie der Browser mit dem Server hier kommuniziert. Das heißt, wie der Browser hier seinen Wunsch äußert, um beim Server hier den Wunsch erfüllt zu bekommen, sprich um Daten vom Server zu Gesicht zu bekommen. Ja, dass das jetzt ein Riesenzirkus ist, der da über allerhand Schichten abgewickelt wird mit einem Haufen Protokollen, also Vorgaben, Organisationsvorgaben, wie dieser Wunsch zu behandeln ist, auf den verschiedenen Ebenen hier dieser Netzwerksteuerung, wie das da alles funktioniert. Da sind wir noch dabei, uns da einzuschleichen. Wir haben uns da bis jetzt vornehmlich auf der Anwendungsschicht getummelt. Die Transportschicht haben wir auch schon angeguckt. Auf der Netzwerkschicht sind wir auch schon angelangt. Ich zeige euch mal, was wir so angestellt haben hier oben auf der Anwendungsschicht. Und zwar den Server hier programmieren wir mit der Programmiersprache Python. Im Prinzip soll es dann so aussehen oder sieht so aus, dass wir dann hier das Serverprogramm auf dem Raspberry Pi laufen lassen und dann den Raspberry Pi in einem lokalen Netzwerk mit dem Browser auf unserem Laptop laufen lassen zunächst mal, dass die beide da miteinander schnacken, dass wir also vom Browser her sagen, gib mir mal freundlicherweise die Informationen und der Server dann, wenn er läuft, sagt, naja, da hast du, ups, und dann schnurrt die ganze Geschichte über das lokale Netzwerk, hier über unser WLAN und dann gucken wir uns die Daten, die uns der Server schickt, gucken wir uns an, sind dann hochzufrieden, dass es läuft. Wie das dann im Detail abläuft, das machen wir natürlich dann im Kurs auch. Aber euch will ich natürlich mit so viel Zirkus hier nicht belasten, weil es eine recht komplexe Angelegenheit ist. Ich zeige euch schon mal nur die triviale Mimik. Also wir sehen hier auf der Client-Seite, das ist unser Browser beispielsweise im ersten Schritt. Da geben wir einen Wunsch vor und der Server, den wir laufen lassen, hier auf unserem Laptop oder auf dem Raspberry Pi, ist jetzt mal egal, wir lassen es auf dem Laptop hier zum Demonstrieren laufen. Der Server in Python programmiert, tut dann uns unseren Wunsch erfüllen und präsentiert uns Daten, die wir uns dann anschauen und freuen, wenn es funktioniert. Jo. Wie sieht die ganze Geschichte aus? Wir bauen uns auf dem Server, sprich auf meinem Laptop hier, legen wir uns eine kleine Datei an, eine Textdatei. Wie ihr seht, das ist dieser ohne triviale Texteditor, den ich da verwendet habe, um die Datei herzustellen. Der Inhalt der Datei, Hallo Pi,
More Maker, die Netzwerktechnik ist toll. Also das ist also der Text, der übertragen werden soll vom Server zum Client-Team. Und der Client, damit die Sache sehr schön einfach ist am Anfang, sollte dann ein Browser sein, ein ganz normaler Feldanalysen-Browser, den ich da habe. Ja, wie heißt er denn bei mir? Ah, Firefox, jawohl. Und in das Fenster, in das Adressfenster von meinem Browser geben wir dann ein, hier ganz normal, HTTP, Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich, also den Protokollnamen des Protokolls, das da verwendet werden soll für die Steuerung der Kommunikation zwischen dem Client und hier, dem Client, dem Browser und meinem Server, an den ich dann diesen Wunsch, diese Bitte schicke. Und der Server könnte beispielsweise heißen dnullwh.de. Das ist also unser Domänenname im Internet von unserem FACW, vom Alpha 20 hier in Weinheim. Und der Server soll hier am Port, also an der Tür 80, lauschen und soll gucken, wer was von mir will und was ich von dem will, von dem Server. Er soll mir den Inhalt der Datei pi_and_more.txt rüberjagen über die Leitung, damit ich die anschauen kann, was da drin ist in diesem pi_and_more.txt. Wie wir gesehen haben, da drin steht hier diese triviale Mimik, nämlich Hallo pi_and_more_maker. Das wird dann das Ergebnis sein, was dann vom Server an meinen Browser, an meinen Client, an meinen Browser übertragen wird und der präsentiert es dann auf der Benutzeroberfläche. So einfach ist die Mimik. Also nochmal, hier der Domänenname mit der Portnummer. Wir wissen ja, der Domänenname ist nichts anderes wie die Hausadresse weltweit. Und die Portnummer, das ist also nichts anderes wie die Tür, hinter der der entsprechende Server lauert, der Dienstleister lauert, den Dienst erbringt. Und wenn der dann angeklopft bekommt, hasch, bitte schickt mir mal freundlicherweise den Inhalt dieser Datei, den Namen gebe ich hier an, und dann guckt danach, ob der in seinem Verzeichnis diese Datei findet. Wenn ja, packt er die Datei, den Inhalt der Datei, und pustet den Inhalt über die Leitung und mein Browser empfängt die Daten und stellt sie dar. Ja, das ist also das, was wir ja tagtäglich an der Benutzeroberfläche unseres Browsers machen. Und aus dem Grund war das auch für uns der Einstieg in die Netzwerktechnik, dass wir mit bekannten Rollen, Kamellen hier leicht den Zugang hier zu unserem Thema finden. Nächster Akt, Klicks. Wir werden jetzt in unser Browser-Empfängerfenster, also in das Fenster, wo wir also die Adresse des Browsers eingeben, des Servers eingeben. Da werden wir eingeben nachher HTTP, werden sagen, bleib auf dir selbst, also lieber Localhost, also lieber Laptop. Wir bemühen jetzt nicht das Netzwerk selbst, sondern wir probieren das ganze Battle intern aus, also Localhost. Wie wahrscheinlich die meisten von uns wissen, ist ja dieser Domänenname für den Rechner selbst, für sich selbst. Und an deinem schönen Port 80, da wirst du wohl lauschen. Und ich gebe dir an, schick dir mal rüber schnell den Inhalt der Datei pi_and_more.txt. Und wir sehen, das sind also die Korrespondenzen hier zu dem uns Bekannten, hier jetzt zu dem, was wir nachher machen. Ne? Ganz triviale Angelegenheit. Ich glaube, das kann man relativ leicht erkennen. Wir haben ja gesagt, wir wollen ohne großen theoretischen Zirkus und so weiter, wollen wir kapieren, wie die Netzwerktechnik funktioniert. Und aus dem Grund haben wir uns so einfach wie möglich die Sache aufgebaut, dass jeder mitmachen kann und keiner eine Hürde hat, um mir das zu verstehen, was da abläuft. Nächster Akt. Klicks. Wenn das alles wunderschön funktioniert, wenn also der Server lauscht, was der Client von ihm will, also der Browser, und dann pustet dann der Server hier den Inhalt der Datei pi_and_more.txt über die Leitung, also internen Computer, internen Localhost, selbst Leitungssimulation, pustet es rüber und hier mein Client, also der Firefox beispielsweise,
stellt mir dann den Inhalt meiner Datei dar. Ohne HTML, ohne alles, nackend nur Text. Also die Komplexität so gering wie irgendwie möglich zu halten, das ist wichtig für den Anfänger. Und wir haben ja hier auch diesen Workshop da aufgebaut, dass man möglicherweise, wenn Lehrer da sind, die das ihren Schülerinnen und Schülern mit ganz wenig Lernaufwand beibringen wollen, dass jeder da mitmachen kann und da Kompetenz, Informatikkompetenz, Netzwerkkompetenz aufbauen will, dass er ja keine Hürde hat. Das soll ja nicht kompliziert sein, das soll so trivial wie möglich sein. Ja, also hier bis hierher, da kommt dann hier dieser Inhalt unserer schöne Textdatei kommt da gerauscht auf unseren Client, auf den Browser. Ups, da steht's da. Und wie das funktioniert, das sehen wir jetzt Schritt im nächsten Schritt. unser Serverprogramm, das wir in der Programmiersprache Python, also Python, schreiben. Einige von euch haben sich vielleicht mit der Sache schon ein bisschen beschäftigt. Es gibt da eine ganz fantastische, moderne Programmiersprache, die vornehmlich dafür geeignet ist, Anfängern den Weg in die Informatik minimal schwierig zu halten. Also diese tolle Programmiersprache Python, die haben wir also hier eingesetzt. Also nicht Java, also nicht Java oder nicht C oder C++ oder Assembler oder sowas ähnliches, sondern wir haben uns für die Anfänger der Programmiersprache Python entschieden, weil die einfach die Hürden des Erlernens von Programmiersprachen, Programmieren und dieser ganzen Gedankengänge eben diese Hürden minimal macht. Ja, aus was besteht jetzt dieses Serverprogramm? Das besteht einmal aus einem Burschen da, dessen Aufgabe es ist, die Leitung zu beobachten, sich also auf die Lauer zu legen, um zu gucken, ob über die Leitung eine Anforderung bei ihm eintrifft, ob da jemand etwas von ihm will. Und das macht dieser sogenannte TCP-Server. Und der macht also, wie gesagt, nichts anderes. Der guckt auf die Leitung und schaut, ist da was, will da jemand was von mir? Und wenn dann eine Anforderungsnachricht vom Client, also von unserem Browser, dort bei dem eintrudelt, an diesem Servereingang, dann sagt er, ah, da ist was los, ich habe da einen Spezialisten, der in der Lage ist, hier das, was der Kerl da draußen will, hier zu bedienen. Und dieser zweite Obermobbel, der sich da diesem Wunsch dann zuwendet, den Wunsch erfüllt, das ist ein Objekt der Klasse Simple HTTP Request Handler, also ein trivialer Hypertext-Transferprotokoll Anforderungserfüller, Händler. Ne? Und der guckt sich an, was der Kerl will vom Server. Naja, der will natürlich da den Inhalt der Datei, wenn wir vorhin angeguckt haben, ne, den Inhalt dieser Datei, wie sie da nochmal, den Inhalt der Datei will der dann also über die Leitung gejagt bekommen. Und dieses Geschäft erfüllt dann dieses Symbol HTTP Request Handler Objekt, also dieser Server, dieser Dienstleister, und der baut dann also den Nachrichtenstrom zusammen, übergibt den dem HTTP-Server, dem Obermajores auf der Leitung, und der jagt dann, wie sich das gehört, diesen Nachrichtenstrom über die Leitung. Und wenn man sich das dann hier nochmal anguckt, die Modell, und dann schnurr, 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 jagt er hier diesen Text darunter, das marschiert dann über das Medium und zack, kommt beim Browser an. Und der packt dann den ganzen Zirkus und baut ihn wieder so um, dass zum Schluss hier der Browser nämlich hier diesen Datenstrom wunderbar dann darstellen kann und dann genau das hier dann zu sehen ist. Not? Hallo, Pi and More Maker, Netzwerktechnik ist toll und trivial, wenn man es nicht schwierig macht, sondern wenn man es einfach macht. Ja, das läuft also hier ab. Und ihr seht, ich habe das in der UML dargestellt, also in dieser Modellierungssprache, dass man sieht, aha, da ist also ein Aktor, der die Leitung beschnüffelt und da ist einer, der sich das, was gewollt wird, anguckt und dann den Wunsch erfüllt und dann dem Leitungsschnüffler dann die Ergebnisse gibt und sagt, ja, jag das mal drüber über deine Leitung. Also die beiden, die wirken zusammen, um dieses QSO, also diese Schwatzerei über die Leitung durchzuführen.
Und wie sieht es jetzt aus in Python, damit da, nachdem wir hier eine Vorstellung gekriegt haben, wer da miteinander im Server den Dienst erbringt, nämlich einmal der Leitungsbeobachter und der Wunscherfüller, der TCP-Server, der Leitungsbeobachter und der Wunscherfüller, der also auf die Datei zugreift und den Dateiinhalt dann überbläst. Das sieht dann folgendermaßen aus in der Programmiersprache Python. Und wenn man da ein ganz klein bisschen Python lesen kann, das kann man innerhalb von ein paar Minuten, kann man das lernen, dann hat man dieses Programm üblicherweise kapiert. Und wir haben also das größte Gaudi hier im Rahmen unserer Veranstaltung. Und ja, ich will mal hier die Sache nicht zu weit ausführen. Ihr seht da, also dieser minimale Server, den ich für euch gebaut habe, für PionMore oder PionRadio, der braucht zwei Module. Und zwar aus dem Modul, das heißt Socket Server, so heißt das halt in Python, Socket Server, nicht? Also Socket Server, aus diesem Modul importiere mal bitte diesen großen Leitungsschnüffler, den TCP Server. Das ist also der Kerl, der die Leitung beobachtet, ob da eine Anforderung, ein Request eintrifft. Das ist ja der Kerl. Das ist der Obermajoris. Und dann brauchen wir noch den anderen, der ja, wenn etwas kommt, dann die Aufgabe delegiert bekommt, das, was da gewollt wird, eben auch zu erfüllen. Und den importieren wir aus dem Modul. Und dieses Modul heißt in, Python, heißt es HTTP.Server. Und da drin gibt es, wie gesagt, eine Klasse, also eine Sammlung von Programmen. Und die heißt Simple HTTP Request Handler. Seht ihr? Genau das, was ihr hier seht. In UML. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und jetzt, nachdem wir uns Übersicht verschafft haben, ziehen wir dieses wunderschönen Bildes, gehen wir auf die Wortebene runter. Und da sehen wir jetzt diese Worte wieder. Und jetzt sind diese beiden Spezialisten, sind in unserem Programm verfügbar. Und damit die Kerle ihre Arbeit tun können, müssen wir noch dem Server sagen, auf welchem Rechner er die Leitung beobachten soll. Und dann sagen wir, du bist im Moment zuständig auf dem Localhost, hier also auf meinem Laptop, den ich hier vor meiner Nase habe. Oder wenn ihr den ganzen Battle auf dem Raspberry Pi laufen lasst, dann ist halt der Raspi der Bursch. Wenn er es im Netz laufen lässt, müsst ihr halt die IP-Adresse oder den Domänennamen hier angeben für die anderen Zwecke. Also hier geben wir an die Hausadresse, den Domänennamen, also Name des Rechners. Und dann muss man noch angeben, an welchem Port des Betriebssystems der lauschen soll. Und wir haben uns für den Port 80 entschieden, der üblicherweise für HTTP verwendet wird, also für dieses Hypertext-Transfer-Protokoll, also Nachrichtenströme, die durch dieses Protokoll definiert sind. Ihr wisst ja alle, ein Protokoll ist nichts anderes als ein großer, präziser Regelsatz. Nach diesen Regeln wird die Kommunikation abgewickelt und das ist alles ganz toll definiert in diesen Protokollen. Ja, und hier das HTTP-Protokoll marschiert standardmäßig über den Port 80. Und damit wir keine Hürde haben, uns andere Nummern vorzustellen, haben wir gesagt, naja, bleiben wir bei dem Port 80. Also die Portnummer ist die Portnummer 80. Ihr wisst ja wahrscheinlich alle, das ist nichts anderes als die Eingangstür, die Nummer der Eingangstür in einem Haus. Und das Haus ist da der Localhost. Und da an der Tür, hinter der Tür 80, lauert dann mein schöner Server, ob da jetzt von ihm was gewollt wird. Und jetzt müssen wir die beiden nachher, damit es funktioniert, noch zusammenfassen, indem wir sagen, und die Serveradresse, die ist ein Bündel aus dem Localhost, also dem Domänennamen und Komma der Portnummer, also die Nummer 80. So muss man das in Python angeben, damit das Python da syntaktisch schön zufrieden ist. Und dann steckt hinter diesem wunderschönen Namen Referenzadresse, stecken diese beiden Komponenten, die genau den Port auf dem Localhost identifizieren. Und jetzt kommen wir an das Wichtigste von allem. Da sagen wir nämlich,
Und jetzt prägen wir ein TCP-Server-Objekt, also hier oben, den Bursch. Den machen wir jetzt produktionsfertig, indem wir hier schreiben TCP-Server. Und wir sagen ihm hier freundlicherweise auf dem Localhost lauschen am Port 80, das steckt hinter dem. Und wenn du dort eine Nachricht empfängst, dann bitte freundlicherweise den Kerl da aufrufen, der wir dann die Nachricht behandeln. Und den Namen von dem Burschen da, von dem HTTP, also von dem Simple HTTP Request Händler, den geben wir dann hier als zweites Argument hier in dieser Klammer auf Klammer zu an. Und jetzt wird dieser Server ausgeprägt bei uns im Zentralspeicher und der Kerl ist das ganz gierig darauf, auf dem Port 80 Nachrichten zu empfangen. Und damit wir auf den Kerl auch zugreifen können, noch hängen wir den an die Referenzvariable Server. Ups, das ist gerade alles. Dann gebe ich noch schnell in eine Print aus, dass der Kerl lauscht an der entsprechenden Adresse, localhost 80, damit der Operator von diesem schönen Serverprogramm weiß, aha, da tut sich was. Und dann rufen wir diesen Server, diesen Dienstleister, an seiner Methode serve forever auf. Das heißt, serve forever heißt, der nudelt alle halbe Sekunde, nudelt er im Kringel rum und guckt, ob auf der Leitung, auf seiner Eingangsleitung, ob da ein Request, ob da eine Anforderung, ob da was eintrudelt, dass er dann weiterleiten soll, wenn alles richtig ist, an den Simple HTTP Request Center. Leute, so trivial ist es. So einfach beginnt man einen schönen, tollen Server zu bauen. Also Server, deine Methode serve forever aufrufen. Die nudelt jetzt für ewig, bis man sie mit Gewalt im Moment abbrechen nachher, nudelt im Kringel rum, alle halbe Sekunde guckt sie nach, ob was los ist. Und wenn etwas los ist, wenn etwas eintrudelt, wenn also eintrudelt, du lieber Bursch, also hier hast du Localhost jetzt anstelle von dem WAD, ich bin halt bei dem schönen Bild geblieben, damit wir wenig Durcheinander haben. Also hier sagen wir, ich möchte die Datei Pi and More von dir übertragen haben, die du in deinem Verzeichnis für mich vorhältst. Das heißt dieses hier, ne? So trivial ist das. Jo, und dann, jetzt zeige ich euch mal die Sache. Ups, ich habe das nämlich da schon hier in einem schönen kleinen Python-Programmchen habe ich das da schon drin. Seht ihr, das ist unser Programm, was ich euch vorhin gesehen gezeigt habe in der Präsentation. Und wenn ich das jetzt in Python zur Ausführung bringe, das ist der Editor von der Programmiersprache Python, also das ist dieses, wie heißt es, IDL, das ist also dieser Editor von diesem Python-System, IDLE, also Integriertes Development and Learning Environment. Wenn ich da jetzt sage Run und sage hier Run Module, und dann führt hier der Interpretierer von dem IDLE-Werkzeug, mit dem wir das machen, das ist eine ganz triviale Angelegenheit, der führt jetzt dieses Programm aus, guckt, Run Module, und wups, läuft es los, und ihr seht hier das Ergebnis von meiner Print-Anweisung, von meiner Print-Methode, der Print. Ich, dein Server, lausche jetzt auf bei mir, Localhost, am Betriebssystem Port 80, auf eine Anforderung. Sehr gut, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir ganz gemütlich hier in unseren Browser, Klicks. Jetzt starte ich meinen Browser als einen Hilfsclient, den trivialen Hilfsclient, den jeder bei sich zu Hause schon hat. Ach du Gott. Und dann geben wir hier oben ein HTTP. Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich. Dann sagen wir Localhost. Oh, das blendet er schon ein. Estens. Und dann sagen wir auch noch nicht nur den Domänennamen, sondern der Server lauert am Port 80 auf eine Anforderung. Und dann sagen wir noch, wen wir haben wollen. Wie habe ich die Datei getauft? Moment, muss mal schnell gucken, wie die heißt.
pyandmore.txt, jawohl, pyandmore.txt heißt die Datei, deren Inhalt ich sehen möchte. Also, pyandmore.txt, so heißt die Datei, wenn ich jetzt drauf drücke, klicks, wups, seht ihr, habe ich den lauernden Server, habe ich beauftragt, er möchte mir freundlicherweise seine Datei pyandmore lesen und deren Inhalt mir über das Netzwerk überpustern. Und ich stelle das jetzt hier als einen wunderbaren Trivial-Client, den jeder Massen zu Hause bei sich installiert hat auf seinen Rechnern, stelle ich jetzt den Inhalt dieser Datei dar. Das kann natürlich auch eine HTML-Datei sein, nach allen Regeln der Kunst und so weiter. Haussteuerung und. Was wir im Moment auch machen im Rahmen unseres Workshops, Haussteuerung und so weiter, mit allem Pipapo und drumherum. So, das war jetzt einmal ein Trivial-Client, nämlich unser wunderschöner Browser. Da sagen wir, naja, gut, das ist eine gute Sache, aber ich möchte ja auch mal einen eigenen Client schreiben und nicht schon den vorgefertigten Client, den die Lise Müller und alle miteinander anwenden. Und dann sagen wir, kein Problem, wir schreiben jetzt miteinander einen schönen eigenen Client, einen Klienten, mit der Programmiersprache Python, und der kann dann tun lassen, was er will. Mit dem können wir programmieren, was wir gerade so wollen. Und das ist eine ganz triviale Angelegenheit. Hier ein neues Python-Programm. Und wir importieren ein Modul, und das Modul heißt Requests, also Anforderungen. Also Client-Anforderungen an einen Server. Die werden in dem Python-Programm da drin programmiert. Und hier seht ihr, an wen der die Anforderung zu richten ist, das ist ja genau das, was ihr hier auch hier oben seht, ne? Da Localhost, Pyandmore und so weiter, der ganze Panel vorne dran. Und das gibt man jetzt hier gemütlich in Klartext ein. Also der URI, also der Uniform Resource Indicator, heißt Protokoll HTTP, Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich, Localhost, Doppelpunkt, Port 80 und die Datei, die ich ausgelesen haben möchte, lieber Server, die du da lauerst, die heißt pyandmore.txt. Ja, erste Amtshandlung. Damit habe ich das festgelegt. Nächster Akt ist, ich schicke aus dem Modul Requests daraus mit Hilfe der Methode Request, die da drin ist, als Unterprogramm quasi. Ich rufe nehme also das Unterprogramm, das Programmchen, die Methode Requests. Von Request von Requests und Klammer auf Klammer zu. Da drin schreibe ich, möchte einen Leserequest absetzen an den Server. Er soll mir was lesen und soll mir das Gelesene rüberpusten. Und ihn erreiche ich über diese Adresse. HTTP, das Protokoll, das ist der Name des Rechners, des Serverrechners, 80 ist sein Port und das ist die Datenquelle, also das ist die Datei, die ich ausgelesen haben möchte. Das gebe ich dann hier in diesem URI an. Und dann geht die Steuerung rüber in den lauernden Server und der jagt mir die Antwort rüber und die Antwort bekomme ich dann hier an der Stelle zur Verfügung gestellt und adressiere die Antwort hier mit meiner Referenzvariablen in Antwort. Also jetzt steckt hinter der Antwort, steckt das, was mir der Server rübergenudelt hat. Und das, was er mir rübergenudelt hat, das gebe ich jetzt aus, indem ich hier einen Print sage und sage, Antwort, Da drin gibt es ein Attribut, also eine Variable, die heißt Text, und da steckt die Antwort drin. Und die will ich dann geprintet haben auf meinem Client. Und wenn ich das dann angucke, dann sieht es dann so in etwa aus. Antwort vom Server, hallo Pyandmore, mega, Netzwerktechnik ist toll, und ich bin fertig. Also genau das, was ich da programmiert habe. Ihr seht, so trivialer geht es gar nicht mehr. Das kann ich jedem Lieschen Müller mit 11, 12 Jahren, kann ich das in der Schule schon verklickern. Und Informatikstudenten sowieso, die gucken sich meinen Blick an und wissen, wie das funktioniert. So, und jetzt wollen wir das auch am Laufen sehen. Und natürlich der DJ8AZ hat das Ding auch schon entsprechend beigeholt. Wo ist es denn? Ah, da ist es, HI. Also das ist unser Programmchen, was ich da schon hier in diesen in diesem IDLE-Editor hochgeladen habe. Und jetzt sage ich, jetzt führe ich mal dieses Client-Programmchen aus, also renne das Modul, das ich da sehe, klicks. Und was macht der? So Gott will. Ach, Sie ahnen, Timotheus,
die Kraniche des Übelkunst. Antwort von Server: Hallo, Pi and More Maker, Netzwerktechnik ist toll, fertig. Und damit ist der DO8AZ auch fertig. Ihr seht, Netzwerktechnik, der Einstieg, ist für jedes Kind vermittelbar ab 11, 12 Jahren, weil es wirklich trivial ist. Im Browser können die sowieso all umgehen und so einen kleinen Server basteln. Das ist eine Kleinigkeit. Und wenn man noch Lust hat, kann man auch den kleinen basteln und dann klappt der Laden. Und so einfach steigt man heutzutage in die Netzwerktechnik ein. Und dann kann man sich Schritt für Schritt in die tiefsten Tiefen der Komplexität der Netzwerktechnik hineinarbeiten. Und der Matthias Heiler, wir beide haben an der Heidelberger Fachhochschule uns kennengelernt und waren dort in einem Netzwerk-Vorlesung drin. Matthias, kann ich dich erinnern, HI? Haben wir allerhand Kaffee getrunken miteinander und haben uns committed, hier die Netzwerktechnik hochzuziehen. Und hier in der Metropolregion Rhein-Neckar soll Netzwerktechnik eine ganz wichtige Sache werden für die Zukunft unserer Kinder, damit die da mitmachen können, was sich da in Fernost alles abspielt, im Moment mit Highspeed.